Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wahlheim. Die Tür zu machen, ich will hier keine ungebetenen Gäste drin haben. So, ich habe hier sehr viel umeinander gestelzt und gerahmt und verbunden und ja, darauf probiere ich jetzt die Plattform drauf zu zimmern. Ich habe auch ein bisschen Holz mitgebracht. Ich bin mir relativ sicher, dass das Aufbauen vom Aufbau ein aufbauendes Erlebnis wird. So ein paar Teile hatten wir ja schon und jetzt setzen wir einfach mal hier Bodenplatten rein und dann gucken wir mal, auf welche Fläche wir kommen werden. Hier muss ich jetzt mehr oder weniger drehen, um das schaut irgendwie beim Ansnappen so komisch aus. Und hier ist auch noch Loch drin, da müssen wir auch noch was dagegen tun. So, da bin ich dann von der linken und der rechten Seite zusammengekommen. Das guckt komisch aus. Und auch das Snap-Verhalten wird hier wahrscheinlich eher komisch sein. Das da dann nachher zusammengesnackt kriege. Nein! Ja, dann halt doch. Wird sich dann alles zeigen. Es ist schon schwierig, hier die Löcher jetzt irgendwie zuzustopfen. Ist er jetzt da dran oder ist er nicht da dran? Also man sieht es echt. Schwierig.
Ja, am Ende zählt nur noch, dass die Löcher zu sind. Recht viel mehr sollte mich auch nicht wirklich interessieren hier. Einfach irgendwo so eine Platte hingenagelt. So, der muss da noch weg, der sitzt da falsch. Jetzt fehlt schon wieder Holz. Das ist ja der Wahnsinn. So, also das ist jetzt nicht wirklich die Fläche, in der man wohnen können will. Das ist zwar nett für einen Rundgang, aber so hausinnenflächentechnisch ist das jetzt nicht so wahnsinnig dolle hier. Also jetzt hier so das Haus reinkrieg. Müssen wir eventuell noch mal schauen, ob wir da hier so das ein oder andere Bäumchen vielleicht noch mit erreichen. Oder tatsächlich höher in so eine Krone reingehen. Aber dann müssten wir schon ziemlich hoch gehen. So hoch will ich ja dann gar nicht. Also hier so zwischendrin, da kann ich mir vorstellen, dass man hier so ein Haus reinbaut. Dann ist hier Weg außen rum und ja, müssen wir gucken. Oder eventuell hier dann noch ein bisschen Balkon nach vorne rausbauen irgendwie. Steht da, was ich meine? Hier tatsächlich noch sagt, okay, man geht hier noch irgendwie so eine Fläche weiter nach außen. Über die Rahmen hinaus. Baut da vielleicht unten dann so ein paar rundeckige irgendwelche Balken noch mit dran. Habe ich hier eigentlich Holz? Ich glaube, hier habe ich kein Holz. Weil ansonsten wären die Häuschen so ein bisschen noch hutzeliger wie das hier. Ein bisschen Holz. Nicht wirklich viel. Da ist aufgenommen. Oder ich mache den Lager- und Wertbereich. Okay. Oder ich mache den Lager- und Wertbereich irgendwo unten beim Dock hin, wo ich dann später mit dem Schiff anlanden können möchte. Ich habe das Gefühl, ich werde langfristig nicht umhin kommen, noch weiteres Holz zu sammeln. Aber ich glaube, ich müsste genügend Holz haben, um in der Folge bauen zu können. Jetzt machen wir erstmal die Bodenfläche. Jetzt machen wir erstmal die Bodenfläche und dann gucken wir, wie viel wir haben. Und dann fangen wir an, ein Häuschen zu bauen und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Das wird hier tatsächlich alles so ein bisschen.
on the fly gebaue, mit ohne Ahnung, wo die Reise denn letztendlich hingehen wird. Da ist viel Holz drin, okay. Wie viel Gewicht haben wir? Ja, besser so. Ochsenschwanz, bla, das, Moment. Die Hirschtrophäe, die habe ich hier irgendwo drin. Tatsächlich hier. So. Den Schleimklumpen habe ich hier. Muss ja nicht alles wieder mit zurücknehmen, was ich hierher geschleppt habe. Das Boot habe ich jetzt übrigens hier geparkt. So, selbst dicht am Sumpf habe ich ein ungutes Gefühl, wenn das Schiffchen da rumsteht. Die Trophäen sind hier, das ist da. Das Fleisch ist da drüben. Gut, dass ich mit dem Gifttrank jetzt vorsorglich eingeschmissen habe. Genau dann habe ich nicht gebraucht. Na gut. Wie heißt es immer so schön, haben ist besser als brauchen. Und ich habe ja auch gegen den gegen den Blogger gekämpft, der hat hier ganz böse Sachen über mich geschrieben. Ja, das war ein Grüner. Ein grüner Blogger hat gegen mich geschrieben. Gottes Willen. Ja. Wie gesagt, jetzt erst einmal die Fläche draufbauen, so wie sie ist, und dann können wir schauen, ob wir das irgendwo nach außen extenden können, also erweitern. Ich werde hier so meinen Schwimmskill trainieren. Also hier einfach dann noch mal so ein Ding weit nach außen gehe. So. Das ist ja hier auch noch grün. Theoretisch müsste es dann sogar noch eins weiter nach außen gehen. Machen wir jetzt nicht. Erstmal wieder ein Holz am Boden runtergeschmissen. Einfach damit wir dann letztendlich hier ein bisschen Fläche zusammenkriegen, wo dann nachher ein Häuschen hin kann, weil das ist ja schon dezent popelitsch. Knallen wir da irgendwo rein? Sitzt, wackelt, hat Luft, Hauptsache keine Löcher mehr. Ja, und hier so auf jeden Fall raus. Das lässt sich ja gar nicht guten Gewissens irgendwie anders machen. Das mal vielleicht von der anderen Seite.
Weil eines der Probleme, die ich hier definitiv habe, ist, dass man nicht so wirklich was sieht. Und wenn es ruckelt, wird es nicht besser. So, jetzt habe ich hier natürlich die Kreuz- und Quer-Verlappung. Kriegen wir da vielleicht noch einen Rand? Jawohl. Dann ist das Loch zumindest auch gleich dicht. Und wie schaut es mit dem Loch da drüben aus? Ja, geht. Und der Rest darf dann von unten ein bisschen atmen, dass da die kühle Nachtluft von unten rankommt. Ich habe das Gefühl, es wird so langsam Nacht, weil langsam sehe ich nämlich einen Scheiß. Vor allem, dass ob das so richtig snappt oder nicht, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Von dem her würde ich mal sagen, ich lege mich mal kurz aufs Ohr. Davor drücke ich mir noch ein paar gute Traugerwürstchen ins Gesicht. Du bist nass. Und wenn ich nicht mehr nass bin, dann sind draußen Monster. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, jetzt stehen die Nachbarn vor der Tür und machen Randale. Feiern da hier direkt vor der Haustür eine Party, sodass man erstmal mit dem Schwert rausgehen muss, um für Ruhe zu sorgen. Ja, die Würmchen da unten regen sich wieder künstlich auf. Also da kommst echt gar nicht durch. Ja gut, man kommt doch irgendwie durch, aber ich würde sagen, schön ist anders. Komme ich da noch hoch? Nein. Okay.
da komme ich dann eigentlich auch schon nicht mehr wirklich hoch. Snap-Punkte. Aber gibst du mir den oder eher nicht so? Ich glaube, da kann ich gleich direkt mit den Kleinen arbeiten hier. Das ist. Das wird hier an der Stelle dann doch einfacher. So. Ja, das wäre tendenziell so die Fläche, die wir hier oben zur Verfügung haben, um hier Häuslis hinzubauen. Zumindest so im ersten Moment. Das finde ich noch ein Stück weit unbefriedigend. Mal ganz ehrlich, hier kriegst du nicht wirklich was oben drauf gestellt. Hier geht ein Häuschen rein. Von hier bis da um Betten hinzustellen, und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Und bis jetzt haben wir da noch nicht einmal irgendwie in irgendeiner Form Stein drin. Okay, das müssen wir uns auch noch überlegen, wo wir da den Stein hinkriegen, um ein Feuer drauf zu basteln. So, jetzt fangen wir mal an, dass wir da mal auf bisschen auf Höhe gehen. Kleinen an, wir brauchen so die 1,5 Meter Marke. So, das ist das hier. Und dann habe ich hier keine solchen Loks. Das ist aber dann eigentlich auch schon egal. Steckt der schon im Baum? Fehlende Voraussetzung ist Holz. Auch hier ist fehlende Voraussetzung immer noch Holz, weil wo Holz alle ist, da ist halt kein Holz da. Ja, das ist das. Entweder man packt sich das Schiff voll und fährt dann mit dem vollen Schiff hierher. Wir fangen jetzt einfach mal an, dass wir da den Wohnraum hinzimmern, und dann entscheide ich, was ich mit dem Rest mache. Geh mir nicht auf den Senkel und zischel hier nicht so rum. So.
Kommst du wieder her? Ja, komm, kriegst auch einen Fall. Okay, das war der falsche. Na komm, jetzt zier dich nicht so. So, dann erschlage ich dich eben. Denn dahin, dass ich mich von einem Würmchen verarschen lasse. Recht, dass das jeder andere macht. Also, wie gesagt, ich werde hier jetzt dann zwischendrin noch sehr viel Holz farmen gehen müssen. Eventuell muss ich hier auch irgendwo dann, also spätestens wenn wir da das erste Hütli drin haben, da oben in den Bäumen, muss ich hier mal eine ganze Fuhre Holz hier drüben vorbereiten, dass wir hier gemütlich jederzeit weiterbauen können. Das ist ja ein Umstand, der kann so nicht bleiben, dass ich hier die ganze Zeit rüberrennen muss ins Portal, um danach ein bisschen weiterzubauen. Das ist ja fast genauso schlimm wie mitten im Bau loszugehen und Bäume zu klopfen. Ich weiß, das haben wir auch schon gemacht. Nein, nicht da. Halber? Nein, ein halber geht nicht mehr. Dann ist aber unterm Strich auch schon wurscht. Und irgendwann muss ich hier ein paar Steine einziehen. So, aber nachdem ich da Balken oben festmachen kann, muss ich mich jetzt auch nicht an die Ebene halten, die ich da unten drunter gebaut habe. Das Einzige, was ich tunlichst für sorgen sollte, erstmal ist, dass ich genügend Ausdauer habe, bevor ich ins Wasser springe. Und zweitens, dass hier mehr oder weniger der komplette Rand auch wirklich abgedeckt ist, damit mir das Holz unten drunter durch diesen Dauerregen im Sumpf nicht verschimmelt. Klar, ich kann hier mehrere Etagen auch noch nach oben gehen. Hier den Querbalken reingezimmert habe, dann kann ich die erstmal rausnehmen hier unten. Dann sagen sie so, wenn wir dann hier so irgendwo die Tür hinsetzen.
und dann hier bis hier hinten rausgehen. Dann haben wir hier eine Breite von 3. Das ist jetzt nicht so viel, aber eventuell können wir da hinten ja dann nochmal ein Eck in die Richtung und ein Eck in die Richtung machen und dann Balkon und hier außen. Ja, es ist. Wir bauen einfach. Komm, scheiß drauf. So. Dann hat das hier Stabilität. Dann hatten wir hier die 2, die da zusammengehen. Dann bleibt halt da dieser Querbalken drin. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt das größte Problem damit. Dann können wir hier eventuell auch noch einen Balkon irgendwie drüber ziehen, damit das dann hier so irgendwo am Rand stimmig steht. Wobei stimme ich jetzt hier. Eine lustige Aussage ist. Irgendwie stimmt hier ja dann nach am Ende gar nichts mehr. Ich meine, wir bauen hier eckige Häuser auf runde Plattformen. Das ist eine Art und Weise, wo es die Häuser eigentlich freischwebend ohne der Foundation hätte bauen können. Das würde ich ja auch so alles halten. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ein Dach drauf schnallen. So, und wie komme ich jetzt da dran, dass ich ihm das hier dran setze? Genau, so. Ich möchte aber dann den schmalen Dings da oben drauf haben. Geht der da?
Gehst du dahin? Das wäre sehr fein. Oder muss ich hier jetzt wieder... ja, es ist... Das heißt, von der anderen Seite, da fehlt uns überhaupt erstmal so ein 45-Grad-Dach. Dann brauchen wir den und den einmal andersrum hier. Und da kriegen wir von außen drauf platziert und dann brauchen wir da das schmale Dach dran. Da geht mir irgendwann der Boden aus. Eine Voraussetzung jetzt. Ja, super geil. Ja, aber immerhin, es steht das erste Hüttli hier oben. Mehr oder weniger, zumindest steht hier ein Dach mit Balken. Rumgehopse. Bleibst mal schön weg hier. Arsch. So, was kommt von das? Da wird es dann auf einmal schon plötzlich wieder Nacht. So. Das nächste ist, ich muss da jetzt dann irgendwo noch ein Eckchen ausheben von den Bodenplatten hier, wo Stein bleibt. Der nächste. Okay, komm, egal. Wo ist er? Ja. Antigift drin und da geht das dann vom Gegenticken her. Da drüben füllen sie sich untereinander auf, das soll mir recht sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt hier nochmal schlafen, bevor ich zurückgehe. Ach, und die Zeit ist auch schon wieder rum. Das heißt, ich werde dort in dieses eine Hütli dann Wände reinziehen. Ich werde mir irgendwie überlegen, wie ich dann den Kamin reinballere. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir da das erste Häuschen drauf haben. Und dann teile ich euch meine weiteren Entscheidungen mit. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.